Herzlich willkommen bei TV Allgäu Nachrichten am Donnerstag. Heute sehen Sie bei uns unter anderem diese Themen. Festwoche unter Strom. Am traditionellen Energietag werden Ergebnisse und Herausforderungen der Energiewende präsentiert. Sanieren mit Grips. Sonderausstellung der EZA auf der Festwoche rund um das Thema energieeffizientes Sanieren und für Augen und Ohren. Oberstdorfer Musiksommer zu Gast im Kraftwerk. MN Gerüstbau. Schnell, zuverlässig, leistungsstark. Ihr Gerüstbaupartner aus dem Allgäu. Wir stellen alles auf. Das sind die Jungs für Ihr Gerüst. Endlich Festwoche. Öl, Gas und Kohle gehen allmählich zur Neige und auch von der Atomenergie will man in Deutschland nichts mehr wissen. Bleibt also die Frage, wie die Industrienation Deutschland zukünftig ihren Strombedarf decken möchte. Die Antwort ist klar, die erneuerbaren Energien sollen es richten. Bis 2022 soll in Deutschland das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet sein. Ein ehrgeiziges Projekt, das vor allem auch viel Engagement seitens der Bürger und Gemeinden erfordert. Aber wie weit ist man vor allem hier im Allgäu in Sachen Energiewende? Und wo gibt es noch Potenzial? Fragen, die heute auf dem Energietag der Festwoche geklärt werden sollten. Einen klaren Blick auf die Energiewende, das erhofften sich die Teilnehmer des heutigen Energietags. Im Rahmen der Festwoche hatten Vertreter aus Politik und Wirtschaft zu dem Thementag eingeladen. Die Festwoche beschäftigt sich schon immer mit Zukunftsfragen. Auch heuer ist das Thema Aufbruch auf der Allgäuer Festwoche. Und wenn wir die Energieversorgung in Einklang bringen wollen mit dem Klimaschutz, wenn wir die Energieversorgung im Einklang bringen wollen mit der Verabschiedung vom Atomstrom und mit der Frage, dass fossile Energien endlich sind, dann brauchen wir einen Aufbruch. Und deswegen passt Festwoche und Energie super zusammen. So sahen das auch die Anwesenden, die zahlreich an dem Thementag teilnahmen. Und schnell wurde klar, die Energiewende ist im Allgäu bereits in vollem Gange. Es geht nicht bloß um die Wende auf der Stromseite. Hier haben wir die Abkehr von der Kernenergie seit Fukushima als Thema, sondern es geht eigentlich darum, dass wir über alle Energieformen reden. Also wir reden nicht bloß über Strom, wir reden auch über Wärme beispielsweise, über Mobilität und diese Themen. Und wir arbeiten eigentlich schon lange an dem Thema. Also das heißt, EZA gibt es seit 98 und seither sind wir eigentlich schon da aktiv am Arbeiten. Diese Arbeit ist bereits an vielen Orten im Allgäu sichtbar. Auch im Rahmen des Energietages wurden erfolgreiche Projekte vorgestellt. So arbeitet beispielsweise in Eppishausen eine Bürgergenossenschaft gemeinsam an einer erfolgreichen Energiewende. Johannes Lauterbach stellte die Neuerungen in den heimischen Bosch-Werken vor. Dort soll in Zukunft besonders energiebewusst produziert werden. Besonderes Augenmerk legten die Anwesenden auf die Sanierung der Realschule Buchlohe. Denn durch weitsichtige Planung und innovative Baumaßnahmen habe man dort den Altbau in ein Passivhaus verwandeln können. Die Wichtigkeit von Projekten dieser Art hob auch der Kempner Oberbürgermeister hervor. Wenn wir nicht an unseren öffentlichen Gebäuden das Thema Energie einsparen und Sanieren der Gebäudehülle ernst nehmen, wer dann? Das ist unsere Vorbildaufgabe und dieser Vorbildfunktion werden wir auch gerecht. Diese Meinung teilte auch der bayerische Umweltminister Marcel Huber. Zurzeit würde die Stromversorgung zu 30% mit Hilfe regenerativer Energien gedeckt werden, so der Minister. Doch um eine Abdeckung von 50% bis 2022 zu erreichen, sei noch viel zu tun. Wir haben in einigen Bereichen dringend Handlungsbedarf. Das ist der Handlungsbedarf, die Volatilität von Sonne und Wind auszugleichen. Das heißt, wir müssen uns jetzt und zwar sehr schnell darum kümmern, Speichermöglichkeiten auszubauen, also Pumpspeicherkraftwerke, chemische Speicherungsformen. Wir müssen ganz schnell die Netzverbindungen herstellen zu den Windkraftstandorten im Osten und im Norden Deutschlands, wo sehr viel mehr und konstanter Wind weht. Um die Probleme und Potenziale der Umgebung genauer analysieren zu können, sammelt das Energie- und Umweltzentrum derzeit Energiedaten aus dem gesamten Allgäu. Wir analysieren gerade momentan die gesamte Energiebilanz des Allgäus, wo wird Strom, wo wird Wärme, aus welchen Quellen benötigt und auch die Potenziale, das heißt, welche Potenziale haben wir zur Energieeinsparung, zur Energieeffizienz, zur Nutzung erneuerbarer Energien, Strom, Wind, Wasser, Biomasse, all das wird gerade analysiert
Und auf dieser Basis wollen wir gemeinsam hier einen Prozess anstoßen, dass die gesamte Region, das gesamte Allgäu noch stärker und intensiver in die Energiezukunft geht. Pünktlich zum Energietag stellt das Energie- und Umweltzentrum jetzt auch die Homepage mit den bislang gesammelten Daten bereit. Ja, auch bei der Festwochenausstellung Sanieren mit Grips des Energie- und Umweltzentrums Allgäu dreht sich alles um das Thema Energie, speziell bei Altbauten. Zentrum der Ausstellung der EZA auf der Festwoche ist ein Altbau-Nachbau. An ihm sind die Unterschiede in Sachen Energieverbrauch vor einer Sanierung und danach zu sehen. Man kann ein Haus rundum einpacken. Das ist so wie mit einem Schlafsack. Wenn Sie mit einem warmen Schlafsack draußen liegen, dann ist Ihnen mollig warm, auch wenn es draußen kalt ist. Und genauso kann man es mit dem Haus machen. Je besser wir ein Haus einpacken, desto komfortabler wird es innen im Haus und desto weniger Energie benötigen wir. Egal ob Wanddämmung oder eine Deckenheizung, es gibt viele Möglichkeiten, Energie zu sparen. Eine wichtige Rolle spielen da zum Beispiel die Fenster. Das sieht man auch an einer Wärmebildaufnahme. Die roten Bereiche signalisieren, wo besonders viel Wärme verloren geht. Das alte Haus hatte gewisse Undichtheiten gehabt bei den Fenstern. Da zieht dann immer ein bisschen Luft rein und raus und damit haben sie automatischen Luftaustausch. Und man muss laufend Feuchtigkeit aus dem Haus, aus dem Innenraum abtransportieren. Deswegen muss man natürlich sehr viel lüften, wenn man ein Haus dicht macht. Dicht macht man es durch die Fenster, nicht durch die Wärmedämmung. Also durch die Wände, auch durch ungedämmte Wände, geht kaum Feuchtigkeit hindurch. Da ändert sich nicht viel am Verhalten. Das Wesentliche ist die Fenster, die ein Haus dicht machen. Deswegen muss man dann konsequent lüften oder eine Lüftungsanlage einbauen. So eine Lüftungsanlage funktioniert ganz einfach. Die Luft von draußen wird in die Wohnräume eingesogen und gefiltert. Die verbrauchte Luft aus Bad und Küche wird nach draußen abgesaugt. Welche Möglichkeiten es noch zum Energiesparen im Haus gibt, kann man noch bis zum 19. August in Halle 7 auf der Festwoche sehen. Im Rahmen der Ausstellung wurde auch das Projekt Sanieren mit Grips gestartet. Dabei handelt es sich um eine Aktion, die Teil des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Kempten ist. 80 Haushalte im Ortsteil Lenzfried sollen dabei eine kostenlose Energieberatung bekommen. Der Heimatbund Allgäu präsentiert derzeit auf der Allgäuer Festwoche seine neuen Aufgabenfelder. Ziel ist es, den Menschen die Kultur und Landschaft des Allgäus wieder näher zu bringen. Das soll unter anderem mit Hilfe von Wanderungen geschafft werden. Wir wollen Heimat erlebbar machen mit den Wanderungen, dass man das Gefühl kriegt. Und wir wollen einfach auf die Originalität wieder hinweisen, was Heimat wirklich ausmacht. Der Heimatbund Allgäu richtet 2013 den Deutschen Wandertag aus. Außerdem ist eine Allgäuer Heimatakademie in Planung. Sie soll Interessierten die Heimatpflege beibringen. Die Polizei zieht eine positive Zwischenbilanz der Allgäuer Festwoche. Die Zahl der Jugendschutzverstöße sei auch in diesem Jahr leicht rückläufig. Und auch bei den Körperverletzungen liege man etwa auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres. 22 Hausverbote wurden bislang ausgesprochen. Seit das neue digitale Einlasssystem eingeführt worden sei, haben außerdem weit weniger Menschen versucht, das Festwochengelände unerlaubterweise zu betreten. Und noch eine Zahl wurde veröffentlicht, die Anzahl der Wildbiesler nämlich, die liegt derzeit bei 36. Morgen beginnt das gemeinsame Bühnenprogramm von TV Allgäu Nachrichten und RSA Radio auf der Festwochenbühne im Stadtpark in Kempten. Unter anderem kann man sich wieder mit einem Traktor von Ecofend fotografieren lassen. Außerdem zeigt Fossi Gardvoni, was man alles mit einem Fahrrad anstellen kann und das ist in seinem Fall einiges. Am Samstag sind dann digitale Medien Thema auf der Bühne, Sonntag geht's heimatlich zu, unter anderem mit Mundartlesungen. Beginn des Bühnenprogramms ist jeweils um 12 Uhr. Gestern haben wir 2x2 Eintrittskarten für die Festwoche verlost. Die Gewinner heißen Johanna Sutor aus Immenstadt und Jens Linder aus Kempten. Herzlichen Glückwunsch. Endlich Festwoche. So, und wir machen jetzt eine ganz, ganz kurze Pause und sind dann mit den aktuellen Meldungen aus der Region wieder für Sie da. Bleiben Sie dran. Endlich Festwoche. Und RSA Radio und TV Allgäu Nachrichten sind wieder mit dabei. Besuchen Sie uns an der Medienbühne im Stadtpark. Freitag, 17. August bis Sonntag, 19. August. Unter anderem mit Losermol, Akkufend, Total Digital, den Buddha-Brezen, Roman Lob, Trachten, Mundart, dem Allgäuer Brauhaus und. Das ganze Programm finden Sie auf www.tv-allgäu.de.
So einzigartig wie der menschliche Körper ist das neue Modulsystem der Ölvitalbetten von Dynaglobe. Beratung und Probeliegen in Halle 3 auf der Allgäuer Festwoche. Radl Stadl Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadl Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Holz Philibeck. Holz aus eigener Herstellung. Für Wand, Decke, Boden. Von der fachkundigen Beratung bis zur Montage. Lassen Sie sich inspirieren. Für jeden das passende Rad. Radl Stadl Dickenreishausen. Radl-Stadl.de. Die Allgäuer Festwoche, nicht ohne Fendt. Auch in diesem Jahr sind wir für Sie vor Ort bei der größten Wirtschaftsausstellung im süddeutschen Raum. Sie suchen optimale Werkzeuge für optimale Arbeitsergebnisse? Wir haben sie alle. Besichtigen Sie hochwertige Holzbearbeitungsmaschinen von Scheppach. Sie finden uns im Freigelände vor Halle 6. Fendt, Ihr fantastischer Partner aus Markt Oberdorf im Gewerbegebiet West. Sie denken, eine schicke Küche, die alles kann, kostet ein Vermögen? Falsch! Auch Sie können sich all die technischen Finessen einer zeitgemäßen Küche leisten. Mit Küchenquelle. Küchen, die Sie voll unterstützen, bei allem, was Sie tun. Unser Berater kommt direkt zu Ihnen, misst und plant Ihre Küche dort, wo das am besten geht. Und damit Sie wissen, woran Sie sind, gibt's bei Küchenquelle jetzt 30% Urlaubsbonus auf alle Modelle. Jetzt Katalog bestellen oder direkt den Zuhauseplaner anfordern. Küchenquelle, Ihre Nummer 1. Kein Festwochenbesuch ohne eine gemütliche Einkehr im Milchzelt am gewohnten Platz. Genießen Sie, gewinnen Sie tolle Preise und holen Sie sich Tipps beim Schaukochen. Also, nicht vergessen, Urlaubsbonus sichern und 30% sparen mit Küchenquelle. Ihrer Nummer 1. Fenster und Türen nach Maß für Alt- und Neubau. Gerne machen wir Ihnen ein attraktives Festwochenangebot. Breer, Fenster und Türen im Freigelände. Race und Aktion erwartet Sie am kommenden Sonntag ab 11 Uhr beim 6. Mindelheimer ADAC Supermotorrennen im Allgäu Center im Mindelheimer Gewerbegebiet. Freuen Sie sich auf einen spannenden Renntag mit einem gut besetzten Starterfeld aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien. Infos unter www.msf-mindelheim.de. Beim Töpfermarkt in Waldburg bei Ravensburg präsentieren über 60 Werkstätten hochwertige Keramik für Haus und Garten. Ausgefallene Produkte wie Zimmerbrunnen, Keramikkreisel und feines Porzellan runden das breit gefächerte Angebot ab. Für das leibliche Wohl und zum gemütlichen Verweilen ist bestens gesorgt. Parkplätze rund um den Töpfermarkt sind reichlich vorhanden. Die Meldungen vom 16. August 2012. Die Ermittlungen im Fall des Familiendramas von Waltenhofen sind fast abgeschlossen. Derzeit wartet die Polizei noch auf die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung der beiden Kinderleichen. Diese soll klären, ob die zwei Jungen vor ihrem Tode betäubt wurden. Mit einem Ergebnis rechnet die Polizei aber erst in ein paar Wochen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse wird ja weiterhin davon ausgegangen, dass der Vater verantwortlich für den Tod seiner Kinder ist. Da der Vater selber aus dem Leben geschieden ist, sprich sich selbst suizidiert hat, gibt es praktisch keinen Verantwortlichen mehr, der im Rahmen von einem Strafverfahren zur Rechenschaft gezogen wird. Das heißt, der Vorgang wird von uns, der Staatsanwaltschaft, zur Kenntnis dann übermittelt werden, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Wie berichtet, hatte eine Spaziergängerin die Leiche des 44-jährigen Familienvaters am Sonntag tot aufgefunden und die Polizei alarmiert. Die Beamten entdeckten anschließend in einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug die Leichen der beiden 4 und 10 Jahre alten Jungen. Durch eine Kamera zur Beobachtung von Wild ist jetzt eine Einbruchserie aufgeklärt worden. Nachdem immer wieder in eine Gaststätte in Oberjoch eingebrochen worden war, hatte der Besitzer kurzerhand eine sogenannte Wildkamera zur Überwachung aufgestellt. Durch deren Bilder konnte die Polizei nun gleich mehrere Täter ermitteln. Insgesamt konnten nach mehreren Hausdurchsuchungen 16 Einbrüche vorwiegend in Gaststätten aufgeklärt werden. Darin beteiligt waren 10 Personen im Alter zwischen 15 und 22 Jahren. Sie erbeuteten insgesamt 3.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.
Eine Entscheidung zur Baugrube gegenüber vom Kemptner Forum fällt frühestens im November. Dann nämlich soll eine mündliche Verhandlung zu dem Thema beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof stattfinden. Wie berichtet, hatten die Schweizer Investoren des geplanten Geschäftshauses gegen den Bebauungsplan der Stadt geplant. Die will nämlich westlich der Bahnhofsstraße Einzelhandel verhindern. Das wollen sich die Bauherren nicht gefallen lassen. Ein Gerichtstermin im Juli musste kurzfristig verschoben werden. Am Buchenberg bei Buching im Ostallgäu sind gestern zwei Gleitschirmflieger in der Luft zusammengestoßen. Die beiden Männer stürzten daraufhin aus etwa 100 Metern Höhe ab. Dabei wurde ein Pilot leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Kempten bekommt eine neue Privatschule. Die Regierung von Schwaben hat die Schulgenehmigung für die private katholische Josef-Kentenich-Grundschule ausgesprochen. Damit kann im September der Schulbetrieb in diesem Gebäude in Leubas aufgenommen werden. 5 Jahre führte der Verein Kentenich-Pädagogik Verhandlungen um die Gründung der Schule. Neben der Erfüllung des staatlichen Lehrplans stehen hier auch Persönlichkeitsentwicklung und die individuelle Förderung der Kinder im Mittelpunkt des Unterrichts. Die Gemeinde Bad Hindelang bekommt 85.000 Euro aus dem Städtebauförderprogramm. Das hat der CSU-Landtagsabgeordnete Eberhard Rotter jetzt mitgeteilt. Auch die Gemeinde Bodolz wird vom Freistaat bedacht. An den Bodensee fließen 69.000 Euro für Baumaßnahmen im Ortskern. Jeweils 30.000 Euro erhalten Oberstaufen, Oberstdorf, Scheidegg und Wasserburg. Insgesamt stellt der Freistaat heuer 27 Millionen Euro für Projekte in den Ortszentren zur Verfügung. Die Besucherzahlen der Bregenzer Festspiele sind in der Saison 2012 gesunken. Dieses Jahr besuchten rund 147.000 Besucher die Konzerte und Events des Festspielhauses. 2011 waren es rund 19.000 Menschen mehr. Als Hauptinszenierung wurde diese und vergangene Saison die Oper André Chenier aufgeführt. Ab nächstem Jahr wird Mozarts Zauberflöte als Mittelpunkt der Festspiele auf die Seebühne gebracht. Ja, das waren die Meldungen vom 16. August und jetzt gibt es hier die Wettervorhersage. Das Wetter mit dem Allgäu-Outlet Sonthofen. Topmarken für jedes Wetter. Nachts ist der Regen größtenteils verschwunden. Es bleibt aber weiterhin bewölkt. Der Freitag startet trocken und schön. Am Morgen ist es noch etwas kühl, bis zum Mittag steigen die Temperaturen aber schnell an. In der zweiten Tageshälfte klettert das Thermometer bereits über die 25-Grad-Marke. Es bleibt wolkig, aber trocken. Das Wochenende wird wolkenlos und heiß. Die Temperaturen steigen bereits am Samstag auf bis zu 30 Grad. Der Sonntag sieht ähnlich aus. Es wird sogar noch etwas wärmer. Auch die neue Woche startet mit strahlendem Sonnenschein und heißen Temperaturen. Für die meisten sind Käfer einfach nur Ungeziefer. Welche Schönheit diesen Tieren aber innewohnt, das zeigt der Wiggensbacher Künstler Michael Speit. Inspiriert von Kafkas Erzählung Die Verwandlung hat er Skulpturen geschaffen, in denen Menschen und Insekten miteinander verschmelzen. Mit den unterschiedlichsten Materialien wurden dabei Werke wie aus einer anderen Welt geschaffen. Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Arthur Schopenhauer. Was Professoren nicht können, schafft aber vielleicht ein Künstler. Von echten Käfern inspiriert, hat Michael Speit aus Wiggensbach in seiner Ausstellung ganz eigene Kreationen geschaffen. Ja, also hier in dieser Drehscheibe, in dieser Ausstellungshalle, die es circa 12 Jahre gibt, haben wir sonst hauptsächlich Ausstellungen von anderen Künstlern veranstaltet. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich ganz alleine eine Ausstellung mache, mit eigenen Werken nur. Das Thema Käfer kam. Wir haben vor 12 Jahren, oder vor 6 Jahren war es, diesen großen Keramikfrosch im Garten gemacht, diese begehbare Skulptur. Und seitdem beschäftige ich mich viel mit Insekten, Reptilien. Und diese Begeisterung sieht man den einzelnen Skulpturen an. Mit viel Liebe zum Detail arbeitete der Künstler fast 1,5 Jahre lang an dem Projekt. Für die knapp 60 Werke verwendete er dabei die unterschiedlichsten Materialien.
So unterschiedlich wie die Werkstoffe sind auch die verwendeten Techniken. Unter anderem wagte sich der Künstler an die japanische Raku-Technik. Die Formgebung ist wie bei normaler Keramik. Es wird aus Ton ein Werkstück gearbeitet, in dem Fall ein Käfer. Der wird dann an einem Ofen in Gas, meistens im Freien, weil die Sache qualmt ziemlich, gebrannt und glühend mit einer Zange aus dem Ofen entnommen und in ein Blechgefäß oder ein Metallgefäß gegeben, das mit Sägespänen gefüllt ist. Da kommt dann der glühende Käfer rein, ein Deckel drauf und der Käfer glüht da drin weiter. Das gibt besondere Oberflächeneffekte. Doch für den Künstler ergab sich mit der japanischen Technik ein erheblicher Nachteil. Als ich dann diese Raku-Käfer gemacht habe, habe ich gesehen, ich kann nicht fein genug arbeiten, habe auch mit Porzellan gearbeitet, das kann man nicht modellieren, das muss man schnitzen. Das fertige Resultat war immer problematisch, denn wenn man einen Keramikkäfer auf den Tisch stellt, dann etwas fester aufdutzt, dann sind die Beinchen weg. Von daher ist die Idee gekommen, die Käfer aus Metall zu machen. Einige Skulpturen springen dem Besucher sofort ins Auge. Hier wurden frei nach Kafka verschiedenste Käfer und Menschen miteinander verschmolzen. Ja, da gibt es den Herrn Franz Kafka und in der Literatur hat er die Verwandlung geschrieben. Morgens wacht der Gregor Samsa, der Protagonist von Franz Kafka, wacht auf und ist in ein entsetzliches Ungetüm, wie es wörtlich im Buch steht, verwandelt. Das ist ein Käfer. Dass Käfer keinesfalls entsetzliche Ungetüme sind, können Sie noch bis zum Herbst in Wiggensbach sehen. Michael Speit allerdings hat sich vorgenommen, sich fürs Erste nur noch um die lebenden Käfer zu kümmern. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht. Feiern Sie fröhliche Feste mit Dirndl und Lederhosen von Waffenbär. Waffenbär, das Einkaufserlebnis in Kempten. Wer gerne gut und günstig einkauft, geht besser zu einem Küchenprofi. In unserer neuen Ausstellung präsentieren wir die Küchentrends 2012. Küchentrunzer in Kempten im Almay 5. Wir stehen für unschlagbare Preise, perfekte Beratung und kurze Lieferzeiten. Die Allgäuer Meisterbäcker laden ein zur Sonderschau auf der Allgäuer Festwoche in Halle 7. In unserer Schaubäckerei erfahren Sie Interessantes und Wissenswertes zu Technik, Können und Handwerk. Sehen und erleben Sie eine lebendige Backstube mit Highlights zu vielen Themen wie Backen anno dazumal oder lustiges Backen für Kinder. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Die Bäckerinnung Kempten-Oberallgäu. Wir backen für unsere Heimat. NTZ Physiotherapie. Krankengymnastik erster Klasse für alle. Vom Forum in Richtung Bahnhof nach dem Ärztehaus genau gegenüber der OMV-Tankstelle. Öffentliche Parkplätze direkt vor der Tür. NTZ Bahnhofstraße 44 in Kempten. Achtung! Küchen zum Festwochen-Meterpreis ab 399 Euro und tolle Festwochenrabatte bei Möbelböck in Kempten St. Mang. Nur bis zum 19. August. Allgäu-Mail. Die Komplettlösung für Ihre Geschäftspost. Von der Abholung über die Erfassung und Sortierung aller Briefsendungen bis zur Zustellung. Ein persönlicher Ansprechpartner für Ihre gesamte Post. Zuverlässig, flexibel, preiswert. Allgäu-Mail. Ihr Spezialist für Briefzustellungen und Postlogistik. Das Ereignis des Jahres. Kempten begrüßt Sie zur Allgäuer Festwoche. Die bedeutendste Wirtschaftsmesse der Region mit 400 Ausstellern und vielen neuen Erlebnisbereichen. Endlich Festwoche, das größte Sommerfest im Allgäu mit Highlights aus Kultur, Sport und Unterhaltung für die ganze Familie. Allgäuer Festwoche, die Erlebniswoche in Kempten vom 11. bis 19. August. Heuer umrandet den bayerischen Flohmarkt in Türkheim ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie. Mit gemütlichem bayerischen Biergarten, amüsanten Karikaturzeichnungen, 150 Meter kulinarische Meile mit besonderen Gaumenfreuden und Attraktionen für die Kleinen, wie zum Beispiel Riesenballonzauberei, Kinderhüpfburg, Ponyreiten, Trampolin und vieles mehr. Der bayerische Flohmarkt findet bei jeder Witterung statt.
Der Hamburger Fischmarkt ist wieder auf Tour und gastiert in Sonthofen auf dem Marktanger. Die Besucher erwartet echte Fischmarktatmosphäre mit den weltbekannten Marktschreiern und ein Prachtangebot an Qualitätsware. Der Biergarten unterm Leuchtturm lädt zur Einkehr ein. Parkplätze stehen in der Marktanger Tiefgarage zur Verfügung. Es gibt viel zu sehen, zu essen, zu kaufen und zum Lachen. Ja, so langsam neigt sich der Oberstdorfer Musiksommer seinem Ende entgegen. Eines der letzten Konzerte in dieser Veranstaltungsreihe wurde an einem durchaus ungewöhnlichen Ort gespielt. Es handelte sich dabei um ein Kraftwerk des AÜW in Kempten. Die Gäste erwartete neben dem ungewöhnlichen Veranstaltungsort eine stilvolle Beleuchtung und hochklassige Musik. Das Klavierduo Stenzel spielte unter anderem Gershwin, Debussy und Mozart. Eine magische Verbindung zweier brüderlicher Herzen zu einer musikalischen Seele. So werden immer wieder Kritiker über die beiden Pianisten zitiert. Die Brüder Hans-Peter und Volker Stenzel brachten Claude Debussys Petite Suite zu Gehör. Und das inmitten eines alten Kraftwerks. Ja, es ist natürlich eine ganz besondere Location, um dieses neudeutsche Wort zu nehmen. Und man merkt zunehmend, dass die Menschen eben mehr wollen. Nicht nur den reinen Konzertgenuss. Und das ist beim Oberstdorfer Musiksommer schon immer die Prämisse. Wir veranstalten Konzerte in Konzerträumen, Konzertträumen. Und hier einen Raum umzuwandeln, bedarf sehr viel Aufwand auch von Seiten der Allgäuer Überlandwerke, die hier ja die Turbinen runterfahren, ihr Kraftwerk stilllegen für mehrere Stunden, damit wir hier eine Konzertatmosphäre gestalten können. Zwar ist ein Konzert in einem Kraftwerk immer auch gleichbedeutend mit einer Menge Vorbereitungen seitens des Kraftwerksbetreibers. Von der schon erwähnten Kombination aus Ort und Musik ist allerdings auch deren Chef überzeugt. Eigentlich ist immer dieser besondere Ort gepaart mit der Musik, diese Weitläufigkeit, die hohen Decken, die ich habe, diese technische Infrastruktur, die um mich herum ist. Und das ist, glaube ich, die Kombination. Es ist immer der Mix, den wir auch sagen, so wie bei unserem Strom, der Mix ist wichtig zwischen regenerativer Energie und anderer. Und deswegen, glaube ich, diesen Spirit können wir ein wenig weitergeben. Die Beleuchtung hier passend zur Rhapsody in Blue von George Gershwin aus dem Jahre 1924. Das Stück gilt als einer der wichtigsten Versuche, klassische Musik und Jazz miteinander zu verbinden. Weil das Konzert eines der letzten im 20. Oberstdorfer Musiksommer war, konnte die Organisatorin bereits vorzeitig eine Bilanz ziehen. Seitens des Publikums ein unglaublicher Zuspruch zu unserem 20. Oberstdorfer Musiksommer, ein unglaublicher Zuspruch zu unserem musikalischen Feuerwerk, das wir mit Jubilaren und Wegbegleitern feiern konnten. Wir freuen uns über eine hervorragende Resonanz, über eine super tolle Auslastung und viele, viele auch sehr persönlich gehaltene Gratulationen und Glückwünsche zum 20. Geburtstag und der Motivation, weiterzumachen auf ins dritte Jahrzehnt. Übrigens, das Konzert des Klavierduos Stenzel war restlos ausverkauft und das trotz, oder vielleicht auch wegen, der Allgäuer Festwoche. Ja, und das war TV Allgäu Nachrichten für heute. Morgen geht es bei uns dann um das Thema Digitalfunk für Behörden. Außerdem berichten wir über das Festzelt- und Mundartforum auf der Festwoche. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen.